im dritten Quartal seine Jahresprognose bestätigt. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibung dürfte 2014 das obere Ende der ursprünglichen Prognose von 82 bis 85 Millionen Euro erreichen. 2015 will Drillisch das EBITDA dann auf 95 bis 100 Millionen Euro steigern. Und die Dividende, die soll in beiden Jahren mindestens stabil bleiben. 2013, da hatte es ja 1,60 Euro pro Anteilsschein gegeben. Im dritten Quartal hatte Drillisch dann das EBITDA um 23,4% auf 22,2 Millionen Euro gesteigert. Der Umsatz legte um 2,9% auf 70,2 Millionen Euro zu. Und Drillisch meldet auch noch eine Übernahme. Der Konzern hat Yourphone von Telefonica Deutschland übernommen. Der genaue Kaufpreis, der wurde nicht genannt, aber dieser dürfte sich im mittleren bis oberen einstelligen Millionenbereich liegen. Ja, und über die Bilanz spreche ich jetzt mit Adrian Pehl, dem Analyst von Equinet. Herr Pehl, wie zufrieden sind Sie denn mit den Drillisch-Zahlen? Ja, hallo, grüß Sie. Ich bin sehr zufrieden mit den Drillisch-Zahlen, auf jeden Fall, weil auf der einen Seite die Kundenentwicklung sich hier recht positiv abzeichnet, auch gegenüber den Erwartungen der Analysten insgesamt, sowie auch die Ergebnisentwicklung, vor allen Dingen auf der Bruttomargen- und EBITDA-Margenseite, hier mit 31% EBITDA-Margen wirklich sehr, sehr schöner Wert. Drillisch hat ja heute auch dann bekannt gegeben, die E-Plus-Tochter Yourphone zu kaufen. Und dafür zahlt man einen hohen zweistelligen Millionenbetrag. Ist das eine sinnvolle Akquisition Ihrer Meinung nach? Ja, man muss davon ausgehen, wenn man es ein bisschen umrechnet, dass man wahrscheinlich hier so ungefähr 300 bis 350 Euro pro Kunde bezahlt, was sicherlich Preisen entspricht, die aktuell am Markt auch grundsätzlich zu finden sind, beziehungsweise wie halt eben Telekoms bewertet sind an dieser Stelle. Insofern würde ich behaupten, es ist jetzt per se erstmal kein Schnäppchen. Auf der anderen Seite passt es aber eben sehr gut in die Strategie von Drillisch, die ja ein Agreement geschlossen haben mit O2, eine bestimmte Kapazität abzunehmen. Und da hilft auf jeden Fall die jetzt dazu gewonnene Kundenzahl, dies doch sehr gut zu erfüllen. Herr Pehl, die Dividende, die soll in den nächsten zwei Jahren ja mindestens stabil bleiben. Also das heißt mindestens 1,60 Euro pro Aktie. Wie wahrscheinlich ist denn für Sie hier doch noch eine Anhebung? Wir gehen davon aus, dass wir eine leicht höhere Dividende sehen, in der Größenordnung von 1,70, vielleicht im Jahr danach gegebenenfalls 1,80 Euro. Es wird sicherlich keine allzu deutliche Anhebung sein. Man darf eben ja jetzt nicht vergessen, dass Drillisch finanzielle Verpflichtungen eben noch hat aus dem eben angesprochenen Agreement, sowie halt eben jetzt auch für Yourphone. Wir schätzen etwa 70 bis 80 Millionen Euro ausgeben muss. Insofern sollte man das hier auch in das Kalkül mit einziehen, aber dennoch bleibt natürlich damit eine schöne Dividendenrendite übrig in der Größenordnung von 6%. Herr Pehl, die Zeit rennt uns schon wieder davon. Trotzdem zum Schluss noch ganz kurz, lassen Sie uns über die Fusion von Telefonica Deutschland und E-Plus sprechen. Hier hat man ja insgesamt 20% des gemeinsamen Netzes. Ist Drillisch hier der eigentliche Gewinner dieser Fusion? Ja, das ist sieht natürlich so aus und für Drillisch war es auch eine, ich nenne es mal once in a lifetime opportunity, an diesen Vertrag hier zu kommen. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch sehen, dass Drillisch sozusagen mitgeholfen hat, diese Wettbewerbsbedenken zu heilen, was dann auf der anderen Seite auch wiederum bedeutet, dass Telefonica selbst auch die Synergien heben kann. Also insofern ist sicherlich Telefonica mittel- bis langfristig hier auch auf der Gewinnerseite. Dann sage ich besten Dank, Adrian Pehl, für die Einschätzung von Drillisch. Danke.